Ja, servus liebe YouTube-Zuschauer und herzlich willkommen zum zweiten Weihnachtsfeiertags-Vlog. So in etwa. Ja, bei mir ist es jetzt aktuell Sonntag. Warum Sonntag? Ich habe die ganze Zeit noch nichts gefilmt. Ja, ich war nicht faul, sondern ich war die letzten zwei Tage nicht so gut drauf. Mir ging es ein wenig schlecht. Haben wir wohl irgendwas eingefangen oder was? Deswegen ging es hier unten nicht wirklich weiter. Dafür heute dann so richtig. Und ich habe natürlich wieder nichts gefilmt. Sorry dafür, aber was passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Jetzt passt mal auf. So schaut der Kram jetzt aktuell aus. Er steht wieder auf eigenen Füßen oder sagen wir es mal Rädern. Ja, die großen Schlappen sind drauf. Sind ja wie gesagt die ehemaligen Reifen vom IHC vorne. Passt wunderbar. Und vorne steht er wieder auf seinen normalen Reifen. Mein Kumpel, der Riley, ist auch da, der frisst gerade hier wieder ein Stück Kabel. Riley! Ja, wenn es keinen Knochen gibt, dann nimmt man halt ein Stück Kabel. Ne? Ja, so ist der aktuelle Stand. Frontscheinwerfer, Hupe. Und der Kühler ist wieder da. Sieht man ja. Aber, nein, er ist nicht repariert. Er ist leider nicht neu. An dem Kühler ist leider nichts mehr zu machen. Der ist so kaputt, das rentiert sich nicht mehr. Ja, wir haben dann noch einmal bei einer Fachfirma angerufen. Und ja, Kostenpunkt, wenn ich mal eben 800 Euro übrig habe, so in dem Schnitt. Das haben wir so eine grobe Hausnummer, wenn so viel kaputt ist vom Abdrücken her, dann können die das gerne in Angriff nehmen. Aber ich sage ganz ehrlich, also für den Preis habe ich jetzt dann noch einmal die Ersatzteilversorgung Michel angerufen. Der kriegt jetzt vermutlich zwischen die Feiertage einen Kühler her. Und ja, den kriege ich dann. Ist halt wieder Geld, das ich ausgeben muss. Hilft nichts. Aber den da, der Überbrückungsweise, möchte ich nicht jetzt fahren. Da kommt jetzt dann einfach Kühler dicht rein. Da habe ich eins, das quasi nicht die Leitungen zusetzt, sondern das auf so Partikel basiert, die sich dann einfach vor das Loch nachsetzen. Ohne irgendwelche Klebstoffe oder irgendein Harz oder was, dass das zuschmiert. Ich meine, ich habe mir den Motor jetzt da nicht umsonst gerichtet. Ich meine, da schütte ich jetzt da nicht irgendeinen Kühler dicht rein, der dann den ganzen Motorblock und das Thermostat und alles zusetzt. Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ich fahre jetzt, wie gesagt, erst einmal den Kühler. Und ja, der ist ja dann schnell ausgebaut, wenn ich den anderen habe. Das sind ja bloß drei Schrauben und zwei Schlauchstellen. Da kann ich ihn rausnehmen. Und dann kommt einfach der neue rein, sobald ich den habe. Und gut ist die Sache. Ich denke aber mit dem Kühlerdicht, das ich jetzt hier habe, das sollte auch funktionieren. Das sollte zumindest so lange dann erst einmal dicht sein. Und dann müsste das gehen. Ja, wie gesagt, so der aktuelle Stand jetzt auf alle Fälle. Man sieht, die Standlichter sind jetzt komplett montiert. Die Blinker sind komplett montiert. Dann habe ich hinten drauf die Rücklichter natürlich montiert. Einmal, zweimal. Dann hier drüben, unschwer zu erkennen, ein Arbeitsscheinwerfer. Ja, schwenkbar ist er, aber halt jetzt dann dummerweise nur hier so schräg. Funktioniert auch. Ist zwar nicht so schön, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber meistens werde ich eine E-Gerade nach hinten brauchen, dann ist das nicht so schlimm. Kabel habe ich mir lang genug bemessen, da passiert also nichts. Keine Angst. Ja, die ganzen Hydraulikstänge sind hinten wieder dran. Das habe ich gerade eben angebaut. Da unten muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sind jetzt M16er Schrauben. Das gefällt mir aber ehrlich gesagt noch nicht. Da waren jetzt vorher auch M16er drin, aber eigentlich können da starke Bolzen rein. Vielleicht kann mein Vater da nochmal was organisieren. Dann mache ich da den Bolzen mit Splinte rein oder so ähnlich. Ist ein bisschen eleganter wie das hier. Weil die Schraube, die gehört eigentlich nur korrekterweise da rein. Da gehören keine Schrauben rein. Aber da habe ich jetzt nichts anderes gehabt. Wenn mein Vater wieder arbeiten geht im neuen Jahr, dann da hat er letztes Jahr für die andere Aggerschiene vom KL300 einmal irgendwelche Bolzen mitgebracht. Und die sind so massiv, da passiert da nichts. Dann kommen halt da Bolzen rein, die sollen sie auf der Arbeit gleich bohren, die richtige Länge. Und dann mache ich da links und rechts einen Splint rein, so einen Klappsplint. Und dann hält die Sache auch. Ist ein bisschen eleganter, sage ich einmal.
Aber jetzt ist es halt erst einmal so. Hält ja, ich meine, ich hänge ja jetzt kein großes, schweres Anbaugerät dran. Die Hydraulik hebt eh bloß 540 Kilo. Und ja, ich fahre ja jetzt an dem hier nicht hinten den Häcksler oder sowas spazieren. Also von daher kein Problem. Ja, die Räder sind wie gesagt drauf. Das passt soweit alles. Die sitzen gut. Hier habe ich noch genug Luft. Falls man da überhaupt was erkennt, falls man da durchgucken kann, da schleift nichts. Dann die Trittbleche sind wieder drin. Sitzschale ist natürlich schon drauf, das habe ich das letzte Mal schon gehabt. Das Lenkrad ist jetzt komplett festgezogen, ist drauf. Und an der Elektrik ging es groß weiter. Hier oben kommt dann hin ein großer Massepunkt. Wir ziehen jetzt von hinten vor die Kotflügel die ganze Masse nach vorne. Vorne habe ich keine Masseleitung, die zurückläuft. Hier sitzt die Masse auf dem Lampenträger und auf dem Lampenträger direkt auf dem Bock. Da habe ich mir das gespart. Das geht so. Da vorne, wenn was rostet, das ist schnell gemacht. Schraube auf, ein bisschen losgekratzt oder mal drüber gekratzt, drauf und fertig. Ist eine Sache, das geht in 5 Minuten, gar kein Thema. Hinten, wenn dann irgendwann nochmal was ist, das hatten wir beim KL300, heillose Katastrophe, suche mal, wo der Massepunkt ist, ne? Klar, nee, das sparen wir uns. Ja, auf alle Fälle, das Zeug ist soweit jetzt drauf. Die Elektrik bis zu die Blinker hin funktioniert auch schon. Bloß, jetzt geht es dann oben ans Anklemmen hier drin. Da hat mein Vater heute angefangen. Blinker. Ja, das ist der Blinkerschalter. Da hat er das erste Drum davon angeklemmt und über den Blinkgeber und an der Warnblinkschalter. Aber was genau das ist jetzt ist, fragt mich mal nicht. Also ich kann euch sagen, was hier jetzt auf meine Kabelpläne alles für verschiedene Blinker sind. Das habe ich mir nämlich alles schön aufgeschrieben. Das ist meine Anhängersteckdose hinten. Ja, ich habe mich nicht an die Kabelfarben gehalten und nein, ich ziehe hier auch keine anderen Farben ein. Ich habe jetzt die Farben genommen, die ich habe und so liegen die drin. Und das habe ich mir so markiert. Da weiß ich gleich Kabelstrang mit der jeweiligen Farbe, wie sie vorne rauskommen. Wo führen die nach hinten hin? Da weiß ich gleich Bescheid. Bleib bloß noch anklemmen und die Sache ist gut. Ja, der unterste, der schwarze, das ist hinten rechts. Das ist der umfangreichste. Das ist quasi der Blinker hinten rechts. Weiß-schwarz ist Masse vom Standlicht. Rot ist Standlicht hinten. Rosa ist Masse vom Scheinwerfer. Und lila ist der Scheinwerfer. So. Lila ist quasi Plus vom Scheinwerfer. Wie gesagt, das funktioniert auch alles. Von vorne kann man es schön durchprüfen. Überhaupt kein Thema. Gar kein Problem. Und da passt die Sache. So. Ich kann ja mal einen ganz kurzen Test machen und dazu pappe ich euch einfach mal hier ans Tor. Fangen wir halt einmal hinten an. Ich habe da so ein nettes Prüfgerät. Das ist jetzt mein Scheinwerfer. Weiß-schwarz war die Masse, blau ist der Blinker hinten. Rot war das Standlicht. Ja. Das ist das. Dann haben wir gesagt, grün war die Steckdose, die wollen wir nicht. Gelb ist rechts vorne. Rot müssen wir nehmen. Ja, zum Anschließen ist es natürlich ideal gemacht so. Deutlich einfacher dann zu finden. Das dürfte jetzt das Standlicht sein. Und das dürfte der Blinker sein. Ups, und das war die Masse. Jo. Auch nicht schlimm. Gut, so funktioniert es hinten.
Und selbiges Spielchen funktioniert natürlich auch vorne. Das ist doch ein einfacher. Das ist jetzt mein Standlicht hier drüben. Und das ist mein Blinker links. Und die Leitung hier, das ist gelb, ist die andere Seite. Rot ist wieder mein Standlicht. Na. Und schwarz ist wieder mein Blinker. Solange ich weiß, was was ist, würde ich mal sagen, es ist kein Problem. So. Er blinkt. Genau. So sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Ja, so ist auf alle Fälle hier unten jetzt der aktuelle Stand. Ich finde, es schaut schon mal ganz gut aus. Jetzt fehlt halt wirklich dann noch das Armaturenbrett, alles komplett zu verkabeln und die ganzen Leitungen nach vorne zu verlegen. Dann das Kühlwasser auffüllen und kühlerdicht rein. Motorhaube muss da noch drauf. Nachtanken muss ich nur noch oder richtig tanken. Könnte ich eigentlich für morgen gleich nur einen Kanister mitnehmen. Schaden wird es wohl nicht. Und dann sollte die Kiste eigentlich wieder einsatzbereit sein. Ja, Zeit wird's. Wenn man es genau nimmt, eigentlich zieht sich das Projekt ja schon seit 15. März. Damals habe ich den K15 angefangen zu zerlegen. Ja, wie man es nimmt. Ich meine, den KA15 hatte ich dann erst im Juli. Ja, genau, Anfang Juli. Und sagen wir es einmal so, also ein halbes Jahr in etwa habe ich gebraucht. Ja, hätte schneller sein können, aber ich denke, ist trotzdem ganz in Ordnung. Hauptsache, das hat jetzt dann bald einmal ein End. Ja, Zulassung, ob das in dem Jahr noch klappt, ich glaube es jetzt fast eher nicht. Das wird wohl nicht mehr ganz hinhauen. Da bin ich ein bisschen zu spät dran. Da bleiben nicht mehr genug Tage Zeit. Sagen wir jetzt einmal, die Elektrik kriegt man wirklich noch morgen reinverlegt und kriegt mir soweit zusammen. Dann bleiben ja eigentlich bloß noch der Donnerstag oder Freitag, um den TÜV-Prüfer hier zu kriegen, dass der das Ding abnimmt und dann auf die Zulassungsstelle und bei der Versicherung und vorbei. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Das wird wohl doch nicht ganz hinhauen. Dann wird es halt im neuen Jahr werden, aber zumindest fahrbereit ist er und das erste Mal eine Ladung misszuverfahren sollte dann möglich sein. Auch ohne Zulassung, das geht. Dann sehe ich gleich, wo noch irgendwas ist. Mal gucken, wie er sich dann auch schlägt mit Gewicht hinten dran. Aber jetzt machen wir ihn erst einmal gar fertig und dann sehen wir weiter. Ich mache auf alle Fälle für heute Feierabend. Jetzt ist 10:45, morgen muss ich arbeiten von 8 bis 1. An Weihnachten leider nicht frei. Ja, so ist es im Einzelhandel. Blöd gelaufen, ne? Aber dann müssen wir halt ran. Und danach dann schnell noch Futter holen, was es gibt. Und dann habe ich noch ein kleines Projekt am IHC vor. Da wollte ich schon länger mal was machen. Muss ich auch noch in einem Elektrofachmarkt vorbei. Noch eine Kleinigkeit holen. Und dann schauen wir mal weiter. Gut. Das war es auf alle Fälle für Sonntag. Mehr gibt es heute nicht zu sehen. Haben wir genug gemacht da dran. Und für heute langt es dann. Jo Leute, und da haben wir schon wieder Weihnachten. Und das wünsche ich euch jetzt einfach mal ein paar schöne Feiertage. Ich meine, ihr seht das Video ja erst morgen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche euch trotzdem auf diesem Wege nochmal schöne Weihnachtsfeiertage. Jo, im letzten Video kam mal der Wunsch, der ist geäußert worden. Ich soll mal zeigen, wie ich die Hühner ausmist. Und ja, ich habe es eigentlich so als Brauch. Immer zu Weihnachten werden meine Ställe sowieso sauber gemacht. Es ist immer so. Ich will einfach, dass meine Viecher auch einen frischen Stall haben und alles schön. Und das machen wir heute. Fangen wir an bei den Schweinen, weiter geht's dann bei den Hühnern. Dann ist die Lore ziemlich voll. Dann noch nimmt er zu den Pferden bei denen schön. Und dann ist die Sache gut. Ja, und meine zwei Helfer, Schmutti und Feigenchen, die stehen hier. Die helfen mir schon fleißig. Ihr wolltet Akrobaten werden, ne? Genau. Husch! Was machst denn du? Was machst denn du? Was machst denn du? Na gut,
da legen wir einfach mal los. Ich denke mal, da machen wir eine kleine Zeitrafferaufnahme draus. Und das werdet ihr ja gleich sehen. Viel Spaß dabei vom Stall aus Misten Spezial quasi. So, vorne bei den Schweinchen ist soweit der Mist raus. Jetzt geht es weiter bei den Hühnern. Hier drin ist es dringend notwendig. Das sieht man ja vielleicht. Also das muss auf alle Fälle gemacht werden. Wie gesagt, ich will das schön haben. Und hier machen wir jetzt einfach weiter. Einstreuen mache ich dann, wenn ich hier unten fertig bin. Dann hole ich mir zwei Ballen Stroh. Dann wird eingestreut. Dann kommt das Wasser hier runter. Dann kriege ich ein frisches Futter und dann ist es gut.
So, hier unten sind wir fertig. Da oben steht der IHC mit der Lore. Das sieht man nicht, glaube ich, besser. Ja, die ist ziemlich voll geworden. Hat sich gelohnt. Meine Schweine habe ich die Woche erst sauber gemacht gehabt, aber letzte Woche, heute ist ja Montag. Aber für mich gehört das einfach dazu. Warum? Keine Ahnung. An Weihnachten will es jeder schön haben, will eine schöne Zeit verbringen. Und da denke ich mir immer, meine Viecher sollen es dann auch schön haben. Und so sieht es jetzt bei denen aus. Die hatten Futter, haben schön frisch Stroh und hier drüben frisches Wasser. Ne? Bin mal schöner. Ein Ferkelchen. Und der Schmuddi. Schauen wir noch hinten zu die Hühner. Die haben auch alles frisch gekriegt. Da machen wir gleich zu. Ist jetzt eh 3:30. Da machen wir so langsam aber sicher hier unten Feierabend. Normal könnten sie noch ein wenig draußen bleiben, aber ich gehe jetzt da noch in den Pferdestall hinter. Und wenn ich dort fertig bin, dann ist auch für mich Feierabend. Man will ja dann auch mal irgendwann ein wenig zurückkommen, sich noch hocken. Klar, einerseits juckt es mich unter die Finger, ich möchte ja gerne hinter und den Kram weitermachen, aber an Weihnachten muss das nicht sein. Ja, so sieht es jetzt bei den Hühnern aus. So, auch alles frisch. Frisches Sandbad, das nutzen sie schon. Und ein wenig Stroh. Warum so wenig Stroh? Ganz einfach, wenn ich hier zu viel rein tue am ganzen Ballen, schaut es A aus wie Sau und B mit dem bisschen da, das schaffen sie es auch Sauerei zu machen. Meine Hühner haben nämlich immer das Talent, die Sandbox und der Wasserkübel vorne über und über mit Stroh voll und der ganze Stall ist leer. Die können das. Ja, da haben sie zu picken eine schöne Ladung. Können sie sich auch gut gehen lassen. Machen wir bei denen hier auch Schluss. Ja, so viel dazu. Was ich da noch schnell mache, das sind bloß die 3 Futterkübel hier wieder auffüllen. Die sind leer. Das hole ich mal aus dem Ziegenstall hinten, aus die Tonnen. Muss ich mit den Sockern in der. Aber vorher mache ich mal hinten den Stall sauber, dass ich die Lore wegbringe und den IHC parken kann. Und dann geht's weiter. Was denn? Oh, was denn? Sind auch wohl schöner. Wir sehen uns gleich wieder. So, hinten bei meinen Pferden bin ich auch durch. Das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt. Erstens einmal war der Akku fast leer. Und zweitens einmal, das habt ihr ja eh schon gesehen. Der Stall ist auf alle Fälle auch sauber. Alles schön vor Weihnachten gemacht, so wie ich es mir gewünscht habe. Ich fülle jetzt hier noch das Wasser auf und dann ist auch für mich Feierabend. Ich sage dann für dieses Video vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ein paar besinnliche, ruhige Weihnachtsfeiertage und man sieht sich am Freitag wieder. Bis dahin, eine ruhige Zeit. Servus, euer Michel.